In den ersten beiden Stunden erfahren Coco, Marek und Lukas nicht nur, dass die neue Mitschülerin Johanna heißt, sondern auch, dass sie nicht auf den Mund gefallen ist. Obwohl sie ganz neu in der Klasse ist, beteiligt sie sich gleich lebhaft am Unterricht. In diesen zwei Stunden geht es lustig zu. Zuerst vergisst Frau Menke den Stundenplan, den sie austeilen will, im Lehrerzimmer. Dann kann sie den Schlüssel dazu nicht in ihrer Tasche finden. Gut gelaunt laufen alle beim Pausenklingeln in den Schulhof. Mensch, wie die Menke mit großen Augen in ihrer Tasche gewühlt hat. Ich glaube, das wird ein sehr lustiges Jahr für uns werden. Der Kommentar von Johanna war aber auch nicht schlecht. Als sie zur Menke gesagt hat, dass Einbrüche ins Lehrerzimmer vermutlich gegen die Schulordnung verstoßen. Ja, das fand ich auch ziemlich gut. Überhaupt, ich meine, sie sieht zwar ziemlich krass aus mit ihren Klamotten, aber sie scheint ganz cool zu sein. Da drüben ist sie. Hey, und Thorsten steht bei ihr. Was will der Idiot denn von ihr? Auf jeden Fall sieht sie nicht gerade glücklich aus. Kommt, wir gehen mal unauffällig rüber. Okay. Ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Ich will dich nur warnen. Mein Vater ist an der Sache dran. Keine Ahnung, wovon du redest. Hey, die Lebensmittelvergiftung war echt krass. Er hat 3 Tage mehr oder weniger auf dem Klo verbracht. Und daran ist dein Vater schuld. Sag das nochmal. Ich kann ja nichts dafür, wenn dein Vater seinen Gästen vergammelte Sachen vorsetzt. Das nimmst du zurück. Warum? Nur weil du die Wahrheit nicht vertragen kannst? Hey, worum geht's denn? Um gar nichts. Aha, vor anderen willst du es nicht zugeben, was? Da gibt es überhaupt nichts zuzugeben. Also los, Thorsten, spuck schon aus. Also, der Vater von der da... Sag nichts gegen meinen Vater. Der hat so eine Imbissbude aufgemacht, ein Restaurant. Und mein Vater hat sich da letztes Wochenende eine Lebensmittelvergiftung geholt. Das ist eine fiese Lüge. Okay, also ganz langsam. Wie kommst du darauf, dass sich dein Vater ausgerechnet bei diesem Essen eine Vergiftung zugezogen hat? Ja, es könnte doch auch an etwas anderem liegen, was er gegessen hat. Nein, er hat sonst zu Hause nur Sachen gehabt, die wir alle gegessen haben. Aber im Restaurant hat er als einziger von uns dieses Fleisch. Das sah schon so komisch aus. Das Essen sieht bei meinem Vater nie komisch aus. Also Thorsten, du kannst hier nicht einfach ohne Beweise sowas behaupten. Ha! Beweise findet mein Vater schon noch, keine Angst. Und dann könnt ihr mit eurer Klitsche einpacken. Klitsche? Du hast sie ja nicht mehr alle. Mit der Einschätzung triffst du ziemlich ins Schwarze, Johanna. Ihr werdet schon sehen. Ihr könnt ja gern zu dieser Grufti-Zicke halten, aber die kann sich schon mal warm anziehen. Lest mal lieber aufmerksam die Zeitung in nächster Zeit. Die Zeitung? Ja, der Vater von diesem Vollidioten ist Redakteur bei so einem Schmierblatt. Oh, scheiße. Mann, meine Eltern haben das Lokal gerade erst eröffnet. Negative Presse können wir uns nicht leisten. Ganz ruhig, wir helfen dir. Was? Ja klar, wir helfen dir. Ach, und wie bitteschön? Naja, wir finden heraus, was wirklich passiert ist, bevor Thorstens Vater das tut. Aha, und wie wollt ihr das anstellen? Das überlegen wir uns noch. Ja, klar. Die Stunde fängt an. Passt auf, am besten treffen wir uns heute Nachmittag auf dem Hausboot. Genau, und dann reden wir über alles. Hausboot? Ihr seid doch total durchgeknallt. Mein Opa hat ein Hausboot am Kanal. Dort treffen wir uns oft. Ich schreibe dir nachher auf, wie du hinkommst, okay? Ich weiß nicht. Ach komm schon, wir beißen auch nicht. Naja, Marek schon, wenn er Hunger hat. Hey, hör bloß nicht auf den. Ich bin total friedlich. Ich weiß trotzdem nicht, wie ihr mir helfen wollt. Ach, irgendwas wird uns schon einfallen. Genau, und dann stürzen wir uns Hals über Kopf ins Abenteuer. Okay, der Handstand hat mich überzeugt. Ja, wirklich? Ja, du kannst dich wieder normal hinstellen. Ich komme nachher zu diesem Hausboot. Super! Dann lernst du auch Opa Joost kennen. Aha, okay. Dann bis später.